Ich mag ja Midweek Magic und ich mag auch, wenn sie kreativ sind in Midweek Magic. Und jetzt mal Khans of Trakia hier Block Constructed ist ja an sich auch eine nette Idee. Ich habe drei Decks vorbereitet. Ich werde die euch eben kurz vorstellen und dann machen wir ein paar Matches damit. Zum einen habe ich Jeskai Prowess, Abzan Renos und Ors of Warriors. Warriors ist ein sehr starker Draft-Archetyp, den man sicherlich auch, ich sag mal, im weitesten Sinne in diesem Block Constructed spielen kann. Die Idee des Decks ist einfach relativ früh gute Kreaturen rauszubringen. Bloodsoaked Champion zum Beispiel, Herald of Anafenza. Selbstar, danke dir für dein Abo. Dann haben wir natürlich die Lords hier. Chief of the Edge gibt den Warriors plus 1 plus 0. Chief of the Scale plus 0 plus 1. Sie haben Suspension Spiel Field als Removal Spell. Seeker of the Way ist ein Warrior, der Lifelink bekommt bei Prowess. Mardu Hordechief sind zwei Warrior. Dann natürlich Rush of Battle als, ich sag mal, ja, Mars Pump Effekt. Genauso wie Sorin. Sorin spielen wir auch als Mars Pump Effekt und Utter End als bester Removal Spell in den Abzan Farben, das wir so haben. Also Warriors Go White ist so das eine Deck. Das zweite Deck, was wir haben, wäre Rhinos eben. Das ist ein bisschen ähnlicher. Ihr seht auch schon wieder, Utter End ist dabei und Surin ist dabei. Suspension Field und Seeker of the Way sind dabei. Aber wir gehen ein bisschen over the top vom Warrior Deck. Wir spielen noch eine dritte Farbe in Form von Grün. Was ein bisschen schwierig ist mit dem Mana. Glücklicherweise haben wir sowas wie Sandstep Citadel und Windswept Heath. Ja, so ein bisschen Mana Fixing und Scoured Barrens und Jungle Hollow sind auch dabei. Und das Ganze ist so ein bisschen eher so ein Wildcard-Slayer, ja. Wir spielen halt Rakshatha Death Dealer und Heir of the Wilds, gute Two-Drops. Abzan Charm ist eine hervorragende Karte, wurde auch im Constructed hoch und runter gespielt, im Standard, als sie legal war. Anafenza, starker 3-Drop. Sorin und Utter End hatte ich erwähnt. Seed Rhino muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ist einfach, hat damals jahrelang Standard dominiert. Wingmaid Rock auch eine schöne Karte und zur Not können wir mit Dune Blast mal alles abräumen. Die letzte Deckliste, die ich euch noch zeigen wollte, bevor es dann losgeht, ist Prowess, ja, Jeskai. Da haben wir einen Mantis Rider als Flagship-Karte, würde ich sagen, zusammen mit der Jeskai Ascendancy. Jeskai Ascendancy war auch ein Combo-Deck. Ja. Immer wenn du ein Non-Creature-Spell castest, kriegen alle deine Kreaturen plus eins und werden untapped. Ist so ein bisschen so wie Super Prowess. Und außerdem, wenn du ein Non-Creature-Spell castest, darfst du ihn looten. Ja, und das war damals eine sehr starke Karte mit Convoke-Spells zum Beispiel zusammen. Wir haben ja natürlich Prowess-Karten schon dabei. Also Monastery Swift Spear, Seeker of the Way und Jeskai Elder sind so die absoluten Powerhouses. Jeskai Student mussten wir noch mitspielen, weil wir einfach mehr Kreaturen brauchten. Mantis Rider halt als perfekte Karte. Dann haben wir gutes Removal. Ja, Bounce in Form von Force Away, Arc Lightning als guter Removal Spell. Jeskai Charm ist auch ein hervorragender Removal Spell, der auch ins gegnerische Gesicht geht. Crater's Claw genauso. Crater's Claw ist ein Feuerball und Defiant Strike ist einfach ein günstiger Prowess Trigger, der einfach eine Karte zieht. Ja. Und ja. Hier in Jeskai profitieren wir genauso von der Mana Base wie in Abzan. Wir haben Fetchland, wir haben das Tri-Land und wir haben einige Duels, sodass wir gar nicht so viele Basic Lands spielen müssen. Also für ein einzelnes Set ist das Mana Fixing eigentlich schon relativ gut. Das sind die drei Decks, die ich auf jeden Fall heute spielen möchte. So, oh, geile Hand. Erinnert euch, als ich gesagt habe, dass das Mana gar nicht so schlecht ist? Da meinte ich natürlich nur in dreifarbigen Decks. In zweifarbigen Decks funktioniert das Ganze nicht. Muss ich jetzt hier einen Mulligan machen? Ehrlich gesagt, I don't know. Wahrscheinlich, oder? Also wenn ich keine Planes ziehe, kann ich keinen Spell casten. Ja, komm. Ah, besser. Ich lege mal die Hateblade weg, weil unser Bloodsoaked Champion einfach klar der bessere One-Drop ist. Dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Chief of the Edge ist schon ganz okay. Dann greift er als 3-1er an. Gegner lässt sich ein bisschen Zeit. Das Problem ist, wenn er das Abzan-Deck ist von dem, was ich denke, was er ist. Dann habe ich natürlich ein Big Problem. Weil er einfach eine Nummer höher geht als wir. Aber Ruthless Assassin? Ruthless Ripper spricht eigentlich dagegen, dass er das ist. Dann darf ich angreifen? Das wäre so sexy. Oh, ich darf angreifen. Oh, das ist so geil, ey. Bloodsoaked Champion ist einfach so eins gute Karte. Ja, sehr gut. Abzan Banner, okay. Das sieht schlagbar aus. Not gonna lie. Ich outlaste mal. Frage ist natürlich, hat unser Gegner einen Sweeper oder nicht? Gegner hat auf jeden Fall eine Menge Life Gain. End Hostilities kostet aber 5. Sorin ist gut. Sorin ist 1, Magic Karte. Ytyr Unt. Warte mal. Wenn ich zwei Chiefs spiele,
Und andere Warrior, das ist ja mal mega insane, wenn ich. Ah, ich kann nicht zwei Chiefs spielen. Du sagtest Mana ja nein zu. Na gut, ich exile mal. Ich exile mal den. Dann geht der mal auf Surin. Der Rest ins Gesicht. Ich sag mal so, es könnte schlechter laufen für uns. Absahn Banner ist no biggie. Leg mal ein Fetzo jetzt, den ich Suspension fielen kann. Ne, kann ich nicht Suspension fielen. Chief of the Edge reicht aber trotzdem, oder? Es sind doch hier alles Warriors. Ja, locker Schmecker. Mit einem Mulligan auf 6 durchgezogen hier. Ronom Junior. Ah, wisst ihr, was irgendwie nicht so geil ist? Ja. Die Anzahl an Planes in meiner Starting Hand, ja, die lassen immer ein bisschen zu wünschen übrig. Manchmal sind es aber auch die Anzahlen an Swarms in meiner Starting Hand, die zu wünschen übrig lassen. Ich denke, das kann ich trotzdem nicht mulligen. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, ich lege hier so einen Lappen weg. So, komm, auf geht's. Vielleicht reicht ja eine Mado Hateblade, um den Gegner zu besiegen. Gucken wir mal. Hey Philly, moinsen. So, auf geht's. Rein da mit der Hateblade. Na, Swarm von oben wäre schon nicht unsexy. Ah, Rush of Battle geht, ist genauso gut. Ja. Passt. Also so ein 4-Drop Mass Pump-Effekt, wenn ich eine Kreatur habe, ist natürlich absolut gut. So. Könnte ein Loss werden. Horde Ambush Horde. Oh, sehr gut. Ich kann Suspension Field spielen, ja. Cool. Und damit kann ich nichts targeten. Das ist auch gut. Würde ich sagen, machen wir nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Game hier zählen sollte. Das gefällt mir nicht. Ei. Ah, Swamp, okay. Schüsch. Gerettet. Still saved hier. Außer der Gegner macht jetzt auch so Trumpet Blast-Geschichten oder so. Dann bin ich nicht mehr glücklich, aber. Nur der greift an. Naja, lass ich es mir zeigen oder was? Ja, ich lass mir zeigen. Come on. Okay, bisher. So far, so. Ah, er kommt einfach wieder. Der Tank war einfach sozusagen egal. Ey, wenn die Leute alle keine fetten Dudes spielen, dann brauche ich auch Suspension Field in meinem Deck nicht. Was ist hier los? Ja, die Lords haben damals nicht nur Power oder Toughness gegeben, aber jetzt für die Warrior war es zumindest so, ja. Es gab auch schon damals Lords, die plus eins gegeben haben. Was? Alter, was? Wieso gibt ihr denn hier auf, Junge? Er hat halt mehr Länder, mehr Kreaturen und genauso viele Handkarten. Okay, ja gut, dann ein Bonus-Game mit den Warriors geht noch. Oh, Leute, macht euch auf was gefasst. Wir haben schwarzes und weißes Mana und eine Curve auf der Hand. Ich raste aus. Ja, Gegner allerdings auch mit am Ausrasten hier. Gucken wir mal, was passiert. Hey Chloro, danke dir für deinen Sub. Schön, dass du reinschaust. Nein, mach doch nicht diese jetzt. Gegner spielt einfach das Warrior Mirror, oder was? Ist erlaubt? Oh! Na gut, ich glaube, ich werde einfach hier diese Land wegschmeißen. Ja, genau, weil mehr Land brauche ich ja gar nicht. Gehe ich rein oder was? Ja, ich gehe rein. Ich will ja eh nicht, sehr wahrscheinlich eh nicht blocken, ne? Okay, Gegner geht auch rein. Angenommen, er legt noch einen Skull Hunter. Lege ich dann, schmeißt er nochmal ein Land ab? Ja, ne? Sieger, okay. Mal gucken, ob wir traden. Ich glaube da noch nicht dran. Perfekt. So, jetzt haben wir hier schön Raid aktiv. Oh, sehr gut. Das Deck ist so gut, ey. Das Deck ist so gut. Ja, und jetzt? Komm mal her. Ah, der greift noch an, ja? Okay, also ich meine, ich werde halt traden. Was soll ich sagen? Ist okay für mich. Und ich habe auf jeden Fall ein gutes Discard-Outlet jetzt gerade. Bloodsoaked.
Ich könnte Bloodsoul Champion spielen und Herald auf einer Fensa aktivieren, aber ich glaube, ein Sorin auf ein relativ leeres Board sieht auch relativ schmacko aus. Ja, das sieht doch gut aus. Da mache ich mal No Attacks. Ich will ja den Value aus meinem Planeswalker ziehen. Biosimicist spielt Orzhov. Ich hätte gedacht, der ist so ein klassischer Simic-Spieler. Tja, wie viel Prowess hast du jetzt? Das ist meine Frage. Wie viel Prowess hast du denn jetzt? Huh? Soll ich einfach mal doppelblocken? Ja, komm hier. Dann zeig mir mal, wie viel Prowess du hast. Feed wäre natürlich ärgerlich. Feed of Resistance auf Weiß wäre ärgerlich. Aber muss er erstmal haben. Das will ich erstmal sehen. Ja gut. Okay, hat er halt. Ja, auch nichts für. Aber ich würde sagen, also wir haben trotzdem das bessere Board und den Planeswalker. Also, ich meine, im Prinzip haben wir ja auch nur Feed gegen Mardu Horde Chief getauscht, ohne den Token. Also, schon fast fair. Natürlich hat er die Marke noch, die schlussendlich da drauf liegen bleibt. Insgesamt glaube ich trotzdem fair. Ja, Khans of Tarkir, ey. Ja, das geht bis zu meinem Zug. Until your next turn, creatures you control get plus one plus zero and gain lifelink. Ja. Ich habe jetzt quasi, wenn ich möchte, dauerhaft lifelink. Na, der Surin ist schon nicht schlecht. Wobei ich gelesen habe, der hatte gar nicht so eine hohe Winrate im Limited jetzt. Der war gar nicht so. Na, Schutz vor Weiß ist natürlich ärgerlich, ja. Ja, dann ist zumindest Surin tot. Okay, uncool, Dude. Auf der anderen Seite. Ganz ehrlich. Ja, komm her. Ich kann das auch. Kill halt den Edge. Nimmst du halt immer noch, keine Ahnung, 100. Plus minus. Ja, okay, nicht 100, aber. Genau, ganz ehrlich, Rush and Go war auch meine Strategie hier. Ich meine, Seeker of the Way, man glaubt es nicht, aber Seeker of the Way alleine. Das ist nicht gut für mich. Wrath. Nochmal den Death Toucher wahrscheinlich, ne? Dann bist du trotzdem tot, oder? Hast zwei Blocker. Man glaubt gar nicht, wie viel der alleine aufhalten kann. Also Seeker of the Way ist schon. War für den Zeitpunkt so eine Power ankommen. Den kann er nicht blocken, den kann er nicht blocken. Theoretisch Lethal, wenn er nichts anderes mehr hat. Ich lasse es mir auf jeden Fall mal zeigen. Ja. Theoretisch 7. Okay, 3-0 mit den Warriors. Mal gucken, ob die anderen Decks auch so performen. Das war schon vor 10 Jahren ein Recipe for Success. Tapped Land, Absan Charm, Siege Rhino. Easy Win. Oh, das war ja gar kein Tapped Land. Oh. Ups, ich habe gedacht. Scheiße. Oh Gott, ich hoffe, ich ziehe keinen 2-Drop, ey. Bitte lass mich keinen. Okay, ist nicht so schlimm. Den 2-Drop kann ich eh nicht casten. Also kann ich schon casten, aber der bringt ja nichts. Gegen Hardened Scales. Da bin ich sehr gespannt, was unser Gegner jetzt mit plus 1 plus 1 Marken anstellt. Ich meine, das ist nicht so schlecht. Je dicker die Kreaturen sind, desto besser ist mein Removal. Also. Drei Removal Spells, Schiedsrhino. Hervorragend. So.
Jage, zeig mir, was du kannst. Nix. Oh, Sorin, auch sehr gut. Sollte der Gegner nichts machen, werde ich erstmal zwei Karten ziehen. Weil das kann Absan Charm auch. Nice, Junge. So ein klassischer, einfach weggesiegt Rhynord, ne? Einfach weggesiegt Rhynord. Da will ich mal hoffen, dass Mokatino ein bisschen mehr Durchhaltevermögen hat. Holy moly, drei Rhinos. Absolute Keep. Oh, gegen Monorot, ey, schön die Rhinos durchballern. Ja. Okay. Ja, ich habe ein bisschen viel Tappity-Tapped Lands, aber mit Siege Rhino kommt man aus der Nummer in der Regel nochmal wieder raus. Hoffentlich. Ein Land brauche ich noch. Oh, der Gegner ist Jeskai. Oh, da ist noch ein Tapped Land. Ja, uncool. An sich uncool. Aber. Hear me out. Wenn der Gegner jetzt nicht unbedingt einen Mantis Rider legt, dann können wir den vielleicht wegsiegen, Rhino. Tormenting Voice, hervorragend. Das gibt ja gar keine Bordpräsenz. Dann kann ich ja gleich direkt reinballern. Ey, jetzt kein Defiant Strike hier. Okay, ich meine, so schlimm ist er auch nicht. Ich bin schon auf 14. Aber Trick 17 ist jetzt natürlich auf 15 zu gehen. Und den hier zu legen. Weil der tradet in der Regel immer. Und von jetzt an kann ich jede Runde Siege-Rhino legen. Das sollte gut sein. Ja, easy trade, Junge. Einfach reingetradet. Er hat dann Feet of Resistance vielleicht. Okay. Haben wir immer noch geblockt und er hat kein Board hingelegt. Right, diddly down. Ey. Das finde ich nie okay. Ich muss sagen, das finde ich nie okay. Was meint ihr? Hat unser Gegner Disdainful Stroke? Nee. Okay, puh. Die Lightning Helix, die muss auf jeden Fall... Ach, das ist schon mal gut. Mm. Schmeckt so gut, wenn der Siege Rhino Trigger resolved. Und dann wird der nächste Siege Rhino Trigger resolven. Und dann wird der nächste Siege Rhino Trigger resolven. Freue ich mich schon drauf. Wann ist mein letzter Stream vom neuen Jahr? Ich denke mal am 30. Also ich habe jetzt eigentlich vor, täglich zu streamen. Ah, wobei, 30. weiß ich nicht. Vielleicht am 29. 30. ist eher unwahrscheinlich. Aber ich denke mal, ich werde die Woche jetzt nochmal streamen. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und Samstag, Sonntag vermutlich eher nicht. Ist da noch ein Write-Down? Okay, ist mir egal. Jetzt bin ich schneller. Also angenommen, der Gegner hat einen Write-Down, ist mir egal. Jetzt gibt es halt Siege Rhino Beatdown. Defiant Strike, ja gut, okay. 3 Damage. Ah, ist halt wie, als würden. Es ist halt genauso, als würden Siege Rhino resolven. Die 3 Damage. Ja, hallo. Gut, dass ich das Deck Rhinos genannt habe. Weil, stimmt ja. Zack, und rein. Und schon ist der Gegner auf 10. Ja, ich meine, wir müssen gar nicht viel machen. Dies, das, Siege Rhino resolven, gewonnen. Ah, irgendwie hat der Gegner auch eine ziemliche Flat-Problemung. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, Junge, ob das mit dem Angriff... Puh. Wobei, vielleicht ist er ein Sweeper. Kann er ein Sweeper sein. Nur, ich bin jetzt im Race vorne. Deshalb kann ich auch einfach mit den 4-5 Tramplern durchballern. Ja, da haben wir nämlich hier noch so einen Seeschreino-Trigger. Ich habe einfach nichts gemacht, dieses Game, außer 3 Siege Rhinos zu nehmen. Aha. So, die wichtigste Karte ist schon mal auf der Hand. Siege Rhino ist am Start. Wir haben alle Mana-Farben. Es ist ein bisschen awkward mit den beiden Jungle Hollows, aber... Theoretisch kann ich Turn 2 Air of the Wilds legen. Oh, Gegner ist Naya. What the hell do? What? Naja, kenne ich nicht. Oh, das war ein guter Draw. Da kann ich Air legen und blocken. Dann kann ich nächste Runde Tapped Land und Drakshar the Death Dealer und danach kann ich wieder anfangen, Siege Rhinos zu droppen. Ja, ist immer ein Block. Das Deck will ja schnell finishen.
Ich will einfach. Ja, ist okay. Auch wenn wir jetzt sogar traden, wäre ja insane. Oh, er will ja schnell finishen und ich will das Game ja lange ziehen. Also ist, glaube ich, das immer eine gute Option für uns. Wenn Turn 3 noch auf 21 sind, haben wir einiges richtig gemacht. Na, gucken wir mal. Er ist ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Aber ist halt immer noch ein okayischer Two-Drop, ne? Naja, gut, ich glaube, es ist an der Zeit, erstmal anzugreifen. Aber der könnte auch, das könnte auch so ein Become Immense Deck sein, ne? Weil das ist Jeskai Splash Grün für Become Immense oder so. Ich glaube nicht, dass du blocken kannst. Oder? Nee, kannst du nicht. Aber ich kann Citroen legen. Was? Der Gegner kann das auch? Was? Das ist nicht okay. Dutch. Das ist nicht okay. Nee, sorry. Da bin ich gegen. Ich fetch mal auf Weiß. Absan Chamo. Oder Arturando. Da völlig frech hier. Fängt er an, auch Seedrhinos zu legen. Jetzt am besten kommt jetzt noch das zweite, ey. Genau, ich wollte gerade sagen. Erstmal rein. Surin. Und da ist es auch schon wieder. Ja, nice. Seedrhino gewinnt einfach gegen Seedrhino. Sweet. Oh, das ist schwierig. Ich glaube, man kann es halten, aber. Ja, okay. Ich versuch's mal. Mal gucken, ob wir das Mirror spielen. Ja, die Fine Strike ist nicht schlecht. Ich werde auf Island fetchen und Jeskai Elder legen und dann hoffentlich ein Land hitten für die Jeskai Ascendancy. Jeskai Student, ja, den habe ich auch. Oh oh. Was muss man ein bisschen beten, dass das dritte Land kommt. Und im besten Fall ist es kein Island. Wenn es Mountain oder Plains ist, ist es gut, weil dann kann ich halt meine Tricolor-Spells droppen. Ja, dann fangen wir an mit der Sandenzei. Ja, ich glaube schon. Ja, ich greife nicht an. Das war völlig okay. Der Plan ist, dass ich vielleicht ab nächster Runde eskaliere oder ab übernächster. Ja, noch nicht so. Kann auch übernächste Runde eskalieren. Ist auch geil, dass sich zwei Jeskai-Decks so angucken. Ist eher unwahrscheinlich. Du-ding. Du-di-di-du-ding. Na? Wie sieht's aus, Gegner? Also noch ein weißes Mana und dann irgendwie Monastery Swift Spear into Jeskai Ascendancy. Okay. Gegner startet auf jeden Fall den Beatdown jetzt. Okay, no blocks. Oh mein Gott. Ich meine, ich kann das machen und dann spiele ich Defiant Strike und dann müssten wir eigentlich schon komplett eskalieren. Ich habe jetzt hier schon, genau, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt einfach schon 356.822 Trigger.
Ja. Ärgerlich, okay, ja. Ah, oh, super ärgerlich. Ich hätte, by the way, Defiant Strike auch erst spielen sollen im Attack. Ja, wobei, wenn ich noch ein Land hätte. Ah, ich weiß auch nicht. War auf jeden Fall nicht gut, kein Land zu hitten. Sagen wir es mal. Der ist ja interessant. Hexproof Prowayers. Okay. Gibt es den Moment, wo ich die zweite Jeskai Ascendancy lege einfach? Na, Tapped Land brauche ich nicht mehr. Ja, komm, ich geh mal rein. Mal gucken, ob er blockt. Wenn er nicht blockt, kann er tot sein. Nächste Runde. Wenn man zwei Jeskai Ascendancies liegen hat, dann gibt es relativ schnell relativ viel auf die Omme. Mantis Rider wäre ein schöner Draw. Junge, was spielt der denn hier einfach für Schissel-Meninskis? War es kein schlechter Draw gewesen. Boah. Okay. Eieieiei. Ja, gut, ich meine, weiß ich nicht. Oh, Seeker ist ein stronger Draw gewesen. Absolut, ja. Arc Lightning auch nicht schlecht. Und schon greift er als 5-5-Kreatur und ist untappt. Na klar. So, Ladies and Gentlemen. Wenn, jetzt kill mal bitte keine von meinen Kreaturen. Das wäre sehr witzig, glaube ich. Zumindest für mich. Tormenting Voice killt immerhin erstmal keine Kreatur von mir, aber zieht natürlich sehr viele neue Karten. Ah Mann, ey, jetzt legt er hier Blocker hin oder Wash? Was soll diese Blocker-Geschichte? Ja, den kann ich nichts gegen machen. Da kann ich nichts gegen tun. Sicher, Gegner. Kommt noch irgendwas mit Define? Okay. Kommt noch was? Noch ein Defiant Strike? Okay, ja. Oh, ist eine Menge Attacks. Ist eine Menge Damage. Oh, stimmt schon. Flooded Strand. So. Ich kann jetzt machen. Ich weiß nicht. Ich glaube, es reicht nicht, aber. Wenn ich noch ein Spell ziehe für ein Mana, reicht's vielleicht? Kreaturen von mir kriegen plus eins und Lifelink. So. Haben wir erstmal 47.822 Trigger. Ja. Brauchen wir nicht. Ah, oh, ich hätte das gern noch zu Ende gespielt. Auch eine sehr schöne Hand, ey. Mystic Monastery Turn 1, Jeskai Elder, Jeskai. Oh, und Mantis Rider. Das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ich war damals zu Khans of Tarkir-Zeiten, war ich so ein Absahn-Spieler. Wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, das vor, was weiß ich, 8, 9 Jahren zu erleben, wäre ich auf jeden Fall der Jeskai Boy. Keine Ahnung warum, aber ich wäre auf jeden Fall eher auf der Jeskai. Das bringt leider nichts. Ei. Ja, verlesen wahrscheinlich. Hm? Ja, das steht ja Toughness 3 or more. Da muss man drauf klarkommen. Das passiert selbst mir, ja. So, letztes Match. Dann haben wir alles abgehandelt, was es im Midweek Magic zu tun gibt. Ich werde hier gleich schön mal Turn 2 den Monastery Swift Spear und Turn 3 den Mantis Rider rausdroppen. Swift Spear auf jeden Fall nicht unbeliebt in dem Format. Kann ich jetzt schon mal sagen. Na ja gut, gibt's halt zurück, ne?
Ich bin leider ein bisschen behind, aber dafür habe ich jetzt schon alle meine Mana-Farben, was mich natürlich sehr powerful Spells casten lässt. Siehst du, jetzt muss der Gegner nämlich ja auch mal so ein bisschen hinten dran sein und wir können einfach ganz entspannt das Schiff auspacken hier. Alter, 3 Mana, 3-3 Flying Vigilance Haste. Rock solid. Wahrscheinlich einfach Arc Lightning auf den Boy hier. Fertig. Und dann ballern. Ich glaube, wir müssen. Machen wir uns nichts vor. Der Gegner hat nur noch 16, aka 11 Leben. Ja. Und da, die sind auch nicht mehr lange da. Jeskai Charm, Burn ins Gesicht. Arc Lightning, Burn ins Gesicht. Okay. Butcher, der ist nicht verkehrt, aber der wird einfach gebouncert. Ja. Oh! Na, leider habe ich nichts. Habe ich nichts Ferocious-mäßiges, aber der wird trotzdem gebounced. Dann fährt gleich einfach der zweite Mantis mit rein und dann ist, glaube ich. Ja. Also Jeskai ist einfach auch sehr sexy. Ganz egal, was man spielen will, was man spielen sollte. Also ich finde sowohl Warriors als auch Renos als auch die Jeskai Prowess-Variante sehr, 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 sehr gut.